still bei sich selbst sein. Und ganz im Atem sein. Sich öffnen für das Fühlen des Körpers. Sich öffnen für den Raum, der uns umgibt. Fühlen die Erde, die uns trägt. Und loslassen, sich tragen lassen von der Erde. Spüren, dass es etwas gibt, das uns immer trägt, das für uns sorgt. Ein Moment im Herzen spüren, den tiefen Wunsch, die Liebe zu finden, die immer ist. Den tiefen Wunsch, die Liebe zu leben. Fühlen die Sehnsucht danach, in der Fülle des Lebens zu leben. Ohne Begrenzung, ohne Ängste, ohne Unerfülltsein. Fühlen, dass dieser Wunsch, der in dir ist, der Wunsch des ganzen Universums ist. Fühlen, dass das Universum danach strebt, sich selbst zu erkennen. Fühl, dass du in diesem Körpergeist in der Bestimmung bist, das zu verwirklichen. Jetzt spür den Atem, fühl die Bewegung des Lebens in seiner Natur, des Entstehens, des sich Ausdehnens und Vergehens. Aus der Stille entsteht das Leben, manifestiert sich, kehrt in die Stille zurück und ein neues Leben entsteht, dehnt sich aus und vergeht. Spür dich hinein in dieses Universum, das entstanden ist, sich in der Ausdehnung befindet, sich zusammenziehen wird, vergehen wird. Ein neues Universum wird entstehen und vergehen. Entstehen und vergehen ist die Natur des Lebens. Jetzt sei ganz da, hier in diesem Moment. Fühl dein Leben. Und fühl dich jetzt hinein in die Welt, die du gegenwärtig erlebst. Fühl deinen Körper. Erinnere dich an den Ort, an dem du lebst. An die Menschen, die jetzt in deinem Leben sind. Deine Ziele, deine Wünsche und deine Ängste. Das Glück, das in deinem Leben ist. Die Schwierigkeiten, die in deinem Leben sind. Menschen, denen du dich verbunden fühlst. Menschen, die schwierig für dich sind. Gefühle und Gedanken, die schwierig sind in dir, Gefühle und Gedanken, die schön sind in dir. All das ist deine gegenwärtige Welt. Fühle all das, was für dich wichtig ist, was du behalten möchtest. Fühle all das, was schwierig für dich ist, was du gerne beenden möchtest.
All das sind deine Gedanken, deine Gefühle. All das ist deine Welt. Jetzt erlaube dir, in vergangene Leben, in vergangene Welten zu gehen. Erinnere dich an Welten in deinem Kindsein. Spür dich hinein in das Kind, in dessen Körper, in den Ort, in dem es gelebt hat, die Menschen, die für ihn wichtig waren, die das Kind geliebt hat, die Menschen, die es gefürchtet hat, an die Pläne, an die Wünsche, die Dinge, die es geliebt hat, an die schönen Momente, die freudvoll waren, die liebevoll waren, an die traurigen Welten, Welten der Einsamkeit, schmerzhafte Welten. Erinnere dich, all das hat das Kind erlebt, wurde davon geprägt. Und fühle jetzt, all diese Welten sind alle vergangen, nie wiederkehrend, unwiederbringlich. Und verabschiede dich jetzt von diesem Kind. Vergiss nicht, es zu umarmen. Und fühl dich hinein in Zeiten, in Momente des Heranwachsens. Fühl, was deine Welt war, der Ort, an dem du gelebt hast. Die Menschen, die in deinem Leben waren, die du geliebt hast, die für dich wichtig waren. Menschen, die für dich schwierig waren. Die Dinge, die du geliebt hast. Deine Wünsche, deine Ziele, deine Hoffnungen, deine Ängste. Erinnere dich, was du erfahren hast. Du hast Schönes gesehen und Unschönes. Du hast Schönes gehört und Unschönes. Und du hast Berührungen erfahren, schöne und unschöne. Alles nur Erfahrungen. Alles Welten, die unwiederbringlich sind, Erfahrungen, die nie wiederkehrend sind. All das hat dich geprägt, hat dein Leben bestimmt, hat deine weiteren Welten bestimmt. Und fühl dich jetzt in die Welt des Erwachsenseins. Fühl dich hinein in eine Zeit, in einen Ort, in dem du gelebt hast. Die Menschen, die in deiner Welt waren, die du geliebt hast, die wichtig für dich waren, die zu dir gehört haben. Menschen, die für dich schwierig waren. Erinnere dich an glückliche Welten, an traurige Welten, schmerzhafte Welten. All das war in dieser Zeit deine Welt. Hast Schönes gesehen und Unschönes. Wurdest von Klängen angenehm berührt und unangenehm. Hast schöne Berührungen erfahren und unschöne Berührungen. All das waren deine Welten im Fühlen, im Denken. Und wo sind all diese Welten jetzt? Fühl, dass diese Welten alle erloschen sind, sind entstanden und wieder vergangen. Unwiederbringlich.
nie wiederkehrend. Spür dich hinein in deine früheren Leben, in die Welten. Wo sind die Menschen jetzt? Wo sind die Dinge jetzt? Wo sind die Träume? Wo sind die Hoffnungen, die Ziele, die Ängste, die Sorgen? Jetzt. Fühl all diese Welten im Entstehen und Vergehen von schwierigen Welten und von lebenswerten Welten. Fühl, dass du beides erlebt hast. Konntest du irgendetwas festhalten, irgendetwas aufhalten? Fühl, dass all die Erfahrungen dich gelehrt haben. Und fühl dich noch einmal hinein, den Heranwachsenden, seinen Welten. Und umarm den Heranwachsenden. Nimm ihn liebevoll in die Arme. Und lass ihn in Liebe gehen. Fühl dich hinein in den Erwachsenen. Fühl mit dem vergangenen Schmerz, die vergangenen Freuden. Fühl mit, dass dieser Mensch Glück gesucht hat, Unglück zu vermeiden, beides erlebt hat. Umarm diesen Menschen. Und komm wieder ganz jetzt in deine Gegenwärtigkeit. Fühl deinen Körper, fühl deinen Atem. Sei einen Moment ganz still und lass dein Leben in dir fließen, so wie es fließt. Und jetzt erlaube dir, an die Zukunft zu denken. Wohin wird in dieser Körper und der Geist, der dem Körper angehört, gehen? Wird die Welt, die du jetzt erlebst, für immer so bleiben? Wird dein Körper immer so bleiben, wie er jetzt sich gestaltet? Deine Gedanken, deine Gefühle, wohin geht das alles? Und werde jetzt bewusst, dass dein Körper und dein Geist, der dem Körper angehört, in das geht, was wir Alter nennen. Und spür die Bedeutung. Dieser Körper, der geboren wurde, hat sich ausgedehnt, hat sich entwickelt und jedem Werden folgt ein Vergehen. Der Körper geht dem Verfall entgegen, das, was man Alter nennt. Fühl die Bedeutung. Was fühlst du dabei? Ist das für dich Glück oder Leid? Erfreut dich das oder beängstigt dich das, besorgt dich das? Fühl dich hinein, hast du darauf eine Macht? Spür dich hinein in dieses Leben. Kannst du irgendetwas erkennen, was nicht dem Verfall unterworfen ist? Spür, dass das ein universelles Lebensgesetz ist. Fühl in dich hinein, bist du mit diesem Gesetz des Lebens im Einklang? Oder fühlst du Widerstand, Abwehr? Und wenn ja, warum? Kannst du fühlen, dass inneres Glück nicht bedingt ist durch den Körper und den Geist, der zum Körper gehört,
Spür weiter in die Zukunft. Werde bewusst darin, dass dieser Körper und der Geist, der dem Körper angehört, zu jeder Zeit erkranken kann. Ist das für dich Glück oder Leid? Ist der Gedanke für dich bedrückend oder befreiend? Fühl in dich hinein, hast du darauf eine Macht? Was immer du versuchst, wie immer du lebst? Spür dich hinein in diese Erde, in die Wesen, in die Menschen, alles, was lebt. Spür, dass alles, was lebt, auch der Krankheit unterworfen ist. Und dass es ein universelles Lebensgesetz ist. Keine persönliche Schuld. Kannst du damit im Einklang sein? Spür die Vergänglichkeit, spür den Verfall, Krankheit. Warum bedrückt dich das? Ist die Ursache nicht, dass du dem Bewusstsein lebst, begrenzt zu sein auf diesen Körper und den Geist, der dem Körper angehört? Lebst du nicht in dem Bewusstsein, dass dein Glück bedingt ist durch deinen Körper? Und jetzt stell dir einmal vor, einen Menschen in einem alten und kranken Körper mit einem strahlenden Herzen und Geist, voller Klarheit, voller Güte, voller Liebe. Und spür, dass es das gibt, was immer liebt, was immer klar ist, was immer wahr ist. Fühl, dass du selbst das sein könntest. Sei einen Moment ganz still und fühl dich weiter in dein Leben und werde bewusst darin, wohin dein Leben in diesem Körper und dem Geist, der dem Körper angehört, geht. In das, was wir Tod nennen. Und werde ganz bewusst darin, ist das für dich Glück oder Leid? Werde bewusst, dass die Welt, die deine Welt ist, damit ein für allemal erlöschen wird. Dass du all das lassen wirst, was deine Welt ist, was zu dir gehört. Erlaube dir jetzt, dir vorzustellen, in dem Moment, in dem du bewusst wirst, dass dein Leben in diesem Körpergeist zu Ende geht. Werde bewusst, es wird ein Moment sein, der nicht verschieden ist von dem Moment, den du jetzt erlebst. Du wirst in einer Welt leben mit Menschen, die du liebst, mit Menschen, die du vielleicht fürchtest. Wird es so sein? Mit Plänen, mit Wünschen, mit Hoffnungen, mit Sorgen, mit Ängsten? Wird das so sein? Was wird in diesem Moment in dir vorgehen? Wird in dir Widerstand sein, Angst, Abwehr?
wird der Geist verwirrt sein. Sei dir bewusst, dass du Rückschau halten wirst auf dein Leben. Worauf wirst du zurückblicken? Auf ein Leben voller Sorgenwelten, Angstwelten, Begierdewelten, unerfüllte Welten, getriebene Welten? Oder wirst du zurückschauen können auf ein Leben, in dem du geliebt hast, dich erfreut hast, gegeben hast? Auf ein Leben des Verbundenseins in dir selbst, mit dir selbst, dem Allen, dem ganzen Leben? Worauf wirst du zurückschauen können? Wirst du fühlen, dass du etwas versäumt hast? Wirst du fühlen, dass du gelernt hast? Wirst du vertrauensvoll loslassen können, ohne Widerstand? Im Vertrauen darauf, dass wenn es eine Wiedergeburt gibt, du eine gute Wiedergeburt erleben wirst, wird dein Karma dich wiedergeboren werden lassen in schöne Welten? Oder wirst du zurückschauen können in dem Bewusstsein, wenn es keine Wiedergeburt gibt, ich hatte ein erfülltes Leben? Und jetzt stell dir diesen Menschen vor, der du selbst sein kannst, mit deinem strahlenden Herzen und Geist, voller Liebe, voller Klarheit, voller Güte, voller Mitgefühl mit all den Menschen, die um ihn sind. Stell dir vor, du könntest erklären, es ist nur der Körper und der Geist, der dem Körper angehört, was stirbt. Nicht ich. Ich bin zeitloses, reines Gewahrsein. Und jetzt komme wieder ganz zu dir. Spür dein Leben jetzt. Und fühle in dir selbst, frage dich selbst, welchen Sinn werde ich meinem Leben geben? Jetzt. Und lass diese Frage tief in dein Herz sinken. Und sei still und atme in dein Leben.